warm up lap. Give it up for these boys taking your seats for the main event of the day. The MotoGP race here, the Grand Prix of Austria. It's the 11th round of this wonderful season of Grand Prix racing. Auf dem Siegespodest warten auch schon einige, die später offiziell Pokale überreichen werden auf den Start des MotoGP-Rennens. Wir begrüßen Herrn Innenminister Wolfgang Sobotka, Herrn Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der schon im vergangenen Jahr begeistert war von dieser Atmosphäre beim Motorrad Grand Prix. Und jetzt kommen Sie aus der Aufwärmrunde zurück in die Startaufstellung. Jorge Lorenzo ist der Erste mit seinem neuen Helm ganz in Rot gehalten. Der Teufel, Il Diablo, ist der Helmname jetzt. In der Mitte steht Andrea Dovizioso, links außen Marc Marquez, zweite Startreihe links Vinales, in der Mitte kommt Petrucci, rechts Sarko, dritte Reihe links Dottore, Valentino Rossi, in der Mitte Pedrosa, rechts Carl Crutchlow, vierte Reihe Iannone, Abraham und Bass. Das Feld ist komplett aus der Aufwärmrunde zurück, die rote Fahne geht hinaus. 28 Runden, Motorrad Grand Prix von Österreich, MotoGP-Klasse 2017, Rotlicht und Start! Schlechter Start aus der zweiten Reihe von Danilo Petrucci, da schiebt sich zusammen, oh, beinahe eine Kollision, das war arschknapp, ich darf es genauso sagen. Danilo Petrucci ist schlecht weggekommen, dahinter hat sich zusammengeschoben, Marquez in Führung, da hinten wieder die beiden Ducati. Schon alles anders. Lorenzo führt